Kumpels Freundschaftstagbuch. Heute ist Tag 2 in Minneapolis. Heute Morgen sind wir nach Downtown, nach Runterstadt gefahren und haben uns dort die Stadt angeguckt. Das war aber rot, Jungs, ne? Wart ihr aber nicht rechtzeitig drüben? Boah, was? Jakob! This is America. Wir haben dort in Downtown ein Klavier gefunden und wir haben alle etwas Schönes darauf gespielt. Weil ich das auch so extrem gut kann. Nein. 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 Dann wie eine Rutsche funktioniert, ne? Und dann kommt Tristan. Ja, ich will ja nicht rutschen. Welcome to the Snack Zone. Wir sind hier am Mississippi und wir haben einmal Vogels Fingerhead Pickle Flavored Chips. TJ, das ist so jetzt. Ich glaube, man macht das so. Und dann, ja, also schmeckt ja so ein bisschen nach gar nichts. Ja. Also 4 von 10 würde ich sagen. 4 von 10. Was? Das ist eine 0 von 10, nehme ich an? 0 von 10. Fucking disgusting. Voll gut. Ich finde die auch gut. Voll geil. Die sind sehr lecker. Ich finde, das ist eine 8 von 10. Naja. Ey, ich finde die gut. Gib mir mehr. Du auch. Ginger Ale. Schmeckt, Schmeckt halt wie Sprite. Solide 7. Das schmeckt überhaupt nicht wie Sprite. Nein, Ben hat gar keine Ahnung. Ben, was das ist das für eine leichte Ingwernote? Das schmeckt auf keinen Fall nach Sprite, aber ich würde auch eine 8 von 10 geben. 7 von 10. 9 von 10 schon. Ah, du hast hier noch was, das hast du schon leer. Hier, Eistee. Schmeckt genauso wie bei uns, aber trotzdem 9 von 10. Ja, okay, das war die Snackzone am Mississippi. Bye. So eine krasse Aussicht hier. Wirklich schön. Ist es nicht schön, den Mississippi anzugucken? Skyline. Es ist richtig schön. Ey, ich zeig's euch auch. Wartet. Wartet, ich zeig euch das auch. Es ist so schön einfach. Kammer ist das nicht. So, wir können weiter. Scheiße. America. Danach sind wir rollen gegangen, ne? Wir wollten erst zum Skatepark, dann hat es aber so viel geregnet, dann sind wir zum anderen überdachten Platz gegangen. Dann bin ich mit Jakob auf den Spielplatz gegangen und wir haben Sachen ausgetestet, die man auf dem Spielplatz machen kann. Danach sind wir wieder nach Hause gefahren, haben dann uns ein schönes Abendessen gemacht. So, willkommen zur Snack Zone. Wir probieren jetzt Mr. Beast Feastable. Ja, das ist eine solide 10 von 10. Schmeckt.
Es war ein sehr schöner Tag. Bis morgen, liebes Tagebuch.